Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de. Ich bin hier bei Sony zu Gast auf der IFA 2015 und habe vor mir das gerade brandaktuell vorgestellte Sony Xperia Z5. Das Sony Xperia Z5 wird voraussichtlich Ende September auf den Markt kommen. Die UVP für dieses Gerät liegt bei 699 Euro. Das Display des Sony Xperia Z5 hat eine Diagonale von 5,2 Zoll. Wir haben hier ein Full-HD-Display, das heißt, das ist also recht ähnlich wie beim Sony Xperia Z3 und auch beim Sony Xperia Z3 Plus. Darüber hinaus ist das TFT-Display natürlich kratzfest und wir haben hier mal wieder ein wasser- und staubdichtes Gehäuse nach der Norm IP67. Ein Wort noch zu dem Akku, der ist fest verbaut, wie das halt beim Vorgängermodell auch der Fall war und hat eine Kapazität von 2900 mAh. Außerdem, im Gegensatz zum kleineren Sony Xperia Z5 Kompakt, haben wir hier nicht 2 GB Arbeitsspeicher, sondern sogar 3 GB Arbeitsspeicher, die dem Prozessor zur Seite stehen. Ein Wort noch kurz zu dem Rahmen. Der Rahmen bei diesem Gerät hier, dem Sony Xperia Z5, besteht aus Aluminium. Anders ist das halt bei dem Z5 Kompakt, was wir vorhin auch schon gezeigt haben. Da ist es nämlich ein Kunststoffrahmen und ein Edelstahlrahmen ist es halt beim großen Sony Xperia Z5 Premium. Wie wir hier sehen, haben wir vom Start weg Android in der Version 5.1.1 vorinstalliert beim Sony Xperia Z5. Als Prozessor kommt bei diesem Gerät übrigens ein Qualcomm Snapdragon 810 zum Einsatz. Das ist ein Octa-Core-Prozessor, der 64-Bit fähig ist mit 4x1,5 und 4x2 GHz Taktung. Außerdem, wie ich ja gerade schon sagte, 3 GB Arbeitsspeicher haben wir mit dabei. Dann kommen wir noch kurz zu der Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Das ist nämlich hier auf dieser Seite. Da haben wir einen vorinstallierten Speicher intern von 32 GB beim Sony Xperia Z5. Wir können ihn aber erweitern um MicroSD-Karten, die bis zu 200 GB groß sind. Ein wesentlicher Unterschied zum Vorgängermodell ist der Fingerabdrucksensor. Der ist hier auf der rechten Gehäuseseite vorinstalliert. Damit kann man halt das Display entriegeln. Wie wir hier sehen, ich habe das Ganze jetzt auch gerade in der linken Hand. Für Linkshänder ist es halt so gedacht, dass man dann eher den Zeigefinger nimmt. Man kann aber bis zu 2 Fingerabdrücke speichern, um das Sony Xperia Z5 dann auch benutzen zu können. Die zweite wichtige Neuerung betrifft die Kamera. Diese hat nämlich eine maximale Auflösung von jetzt 23 Megapixeln. Darüber hinaus haben wir hier natürlich auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, optimale Bilder zu erzielen. Also wir haben das Menü noch etwas erweitert gegenüber dem Vorgänger. Wenn ich jetzt hier auch noch mal kurz in das Einstellungsmenü gehe, sehen wir halt, dass wir hier die Auflösung halt auch ändern können auf 23 Megapixeln. Das ist jetzt auch möglich in der sogenannten überlegenen Automatik. Bis jetzt war man da ja immer auf 8 Megapixel beschränkt. Was mir auch noch ganz gut gefallen hat bei diesem Gerät hier, das ist der optimierte Bildstabilisator. Ich kann hier kurz mal ein Video starten. Wie ihr seht, bewege ich halt die Kamera schon relativ schnell hin und her und wackel damit doch relativ viel durch die Gegend. Jetzt gucken wir uns mal das fertige Video an. Wie wir sehen, ist auch der Prozessor schön schnell, dass wir jetzt hier auch schon direkt zum Video wechseln können. Schauen uns das Video kurz an und hier merkt man dann auch, dass wir hier eine wirklich gute Bildstabilisation haben. Und wie wir sehen, hell und dunkel ist natürlich hier noch ein bisschen problematisch am Anfang, aber dann hat sich dann die Kamera auch schon eingestellt und das macht natürlich einen wirklich guten Eindruck.